Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 Torwartspielerkarriere. Ich bin's Jan und willkommen zu einer neuen Folge Torwartkarriere mit Story. Einige haben mich ja auch gefragt, hey, bin ich nicht der Nachmieter von DGTV? Der hat ja auch in London gespielt, zwar nicht bei Chelsea, sondern bei Arsenal, aber seine Wohnung sah ja ganz ähnlich aus. Aber wenn wir mal den Blick wieder nach draußen genießen, sehen wir, dass ich tatsächlich nochmal in einem anderen Viertel wohne. Aber tatsächlich, eine Sache ist gleich, wir hatten denselben Innenausstatter, also man sieht auf jeden Fall eine Ähnlichkeit zwischen seiner Wohnung und meiner Wohnung. Und da ihr die Idee mit dem Training richtig gut fandet, werden wir heute zusammen auch in dieser Folge mal trainieren. Auf geht's in eine gute Woche für den FA Cup. Zwei Bälle schon mal direkt gehalten, so soll's sein. Können auch mal einmal rauslaufen und daran trainieren. Oh, das war jetzt ein bisschen fies. Weil diese Übung ist ja eigentlich fürs Rauslaufen, oh, konzipiert. Aber ich mache natürlich auch super gerne Sprungparaden. Und trainiere mich darin, weil das ist tatsächlich irgendwie, finde ich, tatsächlich noch schwieriger. Und ja, ich glaube, das war in der Folge unsere beste Leistung von den Punkten her bis jetzt in der Trainingseinheit. Sehr nice. Also wir müssen uns ja super verbessern. Deswegen mache ich ja jedes Training jetzt komplett selber, was für den Torwart gedacht ist, damit wir tatsächlich die höchstmögliche Gesamtbewertung haben, wenn wir denn dann tatsächlich in einem halben Jahr mit der Nationalmannschaft die WM 2018 spielen in Russland. So, aber ist jetzt noch nichts dran vorbei. Der kommt auch an. Ich glaube, mit jedem direkt angekommen. Perfekt. Maximale Punktzahl auch hier in dieser Torwartübung erreicht. Mehr Torwartübungen gibt es leider nicht. Und den Rest simuliere ich. Der ist nicht ganz so wichtig für die Gesamtbewertung des Torwarts. Wie ihr gesehen habt, es gab ein paar kleinere Probleme, es musste eine Zwischenlandung gemacht werden, aber wir sind tatsächlich dann doch noch heil angekommen und können jetzt dieses FA Cup Spiel bestreiten. Und danke für so viele Kommentare in der letzten Stürmerkarriere-Folge, ist ja auch extrem geil, dass das so viel geschaut wird. Da war ich gestern ein bisschen überrascht. Also, das gefällt euch auf jeden Fall auch anscheinend sehr, sehr doll. Und da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich morgen streame, also am Mittwochabend 18:30 Uhr, denke ich mal, gehe ich dann live. Danke für so viele Kommentare und für eure Unterstützung. Und dann, wie gesagt, Stürmerkarriere morgen um 18:30 Uhr. So, wir müssen hier wegen den Farben am besten mal mit unserem Heimtrikot spielen. Hatten wir letztes Spiel auch schon eine 83? Ich glaube, die haben wir jetzt gerade erst bekommen, oder? Oder aus dem letzten Spiel? Ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, aber 83 sieht doch gut aus. Und anscheinend haben wir Courtois auch schon direkt verdrängt. Also haben wir bis jetzt noch kein Spiel bei Chelsea ausgesetzt. Direkt Startelf immer. Also Stammspieler finde ich nicht schlecht. Ja, im FA Cup gibt es hier leider gerade momentan nur eine Partie, die uns weiter interessiert. Manchester City ist ja auch ganz interessant. Die spielen auch weit oben in der Premier League mit. Unsere Verteidigung hat uns bis jetzt noch nicht im Stich gelassen. Deswegen vertraue ich darauf, dass es weiter auch so geschieht. So, ich finde diese Animation, dieses Overlay so, das ist einfach so mega nice in der Premier League. Vom FA Cup, vom EFL Cup, von der Premier League. Es sieht einfach alles so nice aus. Oh nein. Okay, das sieht nicht ganz so nice aus, dieser Rasen. Ja. Geht so, ne? Aber das Stadion sieht geil aus mit dem schrägen Dach da. Alter, das sieht. Also, das ist geil. Oh, da müssen wir hin. Und den haben wir. Oh, sehr nice. Gefährlich. Bin gerade ein bisschen überwältigt wieder, dass ich, oh, das macht echt viel Spaß, damit zu spielen so. Also FA Cup Regeln. Ich bin gerade gar nicht auf dem neuesten Stand. Ich glaube, beim Unentschieden gibt es ein Rückspiel. Ich glaube, so ist es. Aber hoffen wir mal, dass wir mit Chelsea hier eine schöne Serie hier richtig aufbauen können.
Schade, erster guter Versuch. Ja, die Gastgeber kommen direkt wieder nach vorne, wieder im Ball für uns. Wir werfen diesmal nach rechts ab. Ich bedanke mich natürlich immer wieder für euren Support. Das ist ja unglaublich. Nach 2 Tagen 6000 Aufrufe auf der letzten Folge. Ja, voll geil. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Unterstützung. Und auf dieses Pokalspiel wäre es auch wieder geil, 350 Likes zu schaffen. Ich bin super gespannt und einfach super glücklich. Ohne Witz. Ihr könnt natürlich so wie in jeder Folge wieder unter dem Hashtag Janodopoulos Nachrichten schreiben und Story-Vorschläge. Oh, das könnte eine richtig gute Chance sein. Oh nein, was ist das denn? Ihr habt ja auch, ich weiß, bei der Abstimmung dafür abgestimmt, 2 Folgen oder mehr pro Folge und über 20 Minuten. Und in der letzten Folge wieder so geschrieben, hier, wie ist das und so. Wer will auch, dass mehrere Spieler in einer Folge kommen? Und wie gesagt, ich lese wirklich jeden Kommentar und ich antworte ja super viel, das wisst ihr ja. Und wenn es mehrere Premier League-Spiele hintereinander gibt, dann mache ich das auch. Aber ich finde so Pokalspiele, Champions League-Spiele und so weiter, solche wichtigen Spiele verdienen einfach auch, glaube ich, ein paar mehr Ausschüsse, so ein bisschen mehr vom Spiel einfach aus, so ein bisschen um die Spannung und so mit rüber zu bringen. Weil wenn ich dann irgendwie ein Premier League-Spiel und ein Champions League-Spiel oder so, oder so ein FA Cup-Spiel, wo es halt eigentlich, es ist halt ein K.O.-Spiel, wenn ich das so vermische, habe ich so das Gefühl, das geht so die Spannung raus. Oder wie seht ihr das? Aber das könnte die nächste gute Chance für die Gastgeber sein. Nochmal gut gerettet, aber sie haben weiter Einwurf. Ist jetzt ein sehr ausgeglichenes Spiel. Oh, jetzt gibt es Eckball. 41. Minute. Es gibt noch keine Großchance für unser Team. Ja, das bleibt heiß. Da müssen wir noch dranbleiben. Ist noch nicht zu Ende, diese Chance. Oh, was? Wie kann er sich so frei im Strafraum bewegen? Oh, klasse Parade. Jawohl. Aber wieso ist diese Parade überhaupt nötig? Das ist hier die Frage. Klar, können wir uns da freuen, dass wir unseren Job da gemacht haben. Es gibt nochmal Ecke. Aber wieso lassen die denn da so frei gehen? Oh nein, schon wieder. Drehung. Pfosten rein. Pfosten rein, das gibt es doch nicht. Also, unser erster Gegentreffer im Chelsea-Trikot. Und in dem Fall. War das einfach auch nicht gut verteidigt von unserer Mannschaft und gut nachgesetzt von Hull City. 100% falsch. Hall, U, Altar, A, so. Nee. Ich sag mal, hol das. 3 Minuten Nachspielzeit. Es gibt nochmal einen Einwurf für uns. Wir müssen aber wohl oder übel mit einem 1:0, ja, in die Katakomben gehen. Und ich hoffe, unser Trainer sagt da jetzt was, damit offensiv mehr passiert. Ja, da gibt es sogar einen Spielerwechsel. Das ist ja echt auch ein glückliches Tor, muss man nochmal dazu sagen. Wir haben eine 7,1 Bewertung, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Fabregas ist jetzt drin, das ist auch schon mal ein schöner Wechsel. Ja, da ist er auch schon mal direkt am Ball. Möglichkeit, oh, schade. Also, die Pässe, die sind gut. Aber es kommt dann nicht zum Abschluss. Nächste Möglichkeit. Da bin ich ein bisschen erstaunt. Also erst habe ich gedacht, okay, da komme ich locker nicht mehr dran. Dann war ich tatsächlich an der Stelle, aber meine hat ihn nicht mehr gepackt. Also definitiv war auch ganz, ganz schlecht verteidigt, dass da gar keiner mehr war. Aber ich hatte ganz kurz das Gefühl, dass ich da eigentlich alles richtig gemacht hätte. Und da sieht man ja, dass der irgendwie so zwischen unseren Armen, da sieht man es eine Millisekunde quasi zu spät in den Arm gehoben. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Aber auch wieder. Wieso ist da keiner? Schade, die Verteidigung war im letzten Spiel so viel besser. Aber noch ist hier nichts vorbei. Es ist gerade mal 1:2:0. Da ist noch alles machbar. Aber der FA Cup ist ja tatsächlich. Nein! Nein! Ist tatsächlich irgendwie so. In der Premier League ja berüchtigt dafür, dass da die großen Mannschaften ausscheiden, weil
Ich glaube, das ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es der FA Cup oder der EFL Cup ist, aber ich glaube, es ist der FA Cup. Kann sein, dass ich mich da täusche. Aber auf jeden Fall, einer der beiden Pokale ist halt dafür irgendwie berüchtigt, dass die großen Teams relativ früh ausscheiden, teilweise auch. Weil der Zeitplan halt so krass ist, weil die halt so viele Pokale damit haben, wo sie drin spielen. Den Ball für uns, sehr schön. Und dass da halt teilweise wirklich die B- oder C-Elf mit reingeschickt werden muss. Haben wir heute eigentlich bei uns nicht. Also heute spielen echt richtig gute Spieler. Aber offensiv haben wir noch nichts Gutes gesehen. In der Defensive zweimal gepatzt. Zweimal einfach schießen lassen. Das zweite Mal einfach den Spieler komplett außer Acht gelassen. Und so haben wir halt zwei Tore bekommen. Und die Gastgeber sind wieder vor unserem Strafraum. Also so langsam müssten wir eigentlich den Druck erhöhen. Das macht unser Trainer jetzt eher weniger. Vielleicht ist die Mannschaft einfach noch von diesem Flugzeugunglück oder von diesem Fassunglück oder Fehler ein bisschen geschockt, dass sie hier irgendwie kein vernünftiges Spiel machen. Wie gesagt, wirklich eine deutlich schlechtere Leistung. Jetzt wird auf totale Offensive, auf totalen Angriff gestellt. Aber die Gegner sind wieder in unserer Hälfte vor unserem Strafraum. Ah, okay, jetzt war ein Fehlpass. Vielleicht geht es jetzt mal nach vorne. Es ist noch alles drin, aber die Zeit tickt gegen uns. So, jetzt mal ein guter Angriff. Ja, das sieht auch gut aus. Und da haben wir den Anschlusstreffer. Da haben wir ihn, 77. Minute. Wir hören, dass wir nichts hören, weil tatsächlich, also hört ihr gerade einen Jubel? Also, ohne Witz, so leise war es doch noch nie. Da sind wir auch vorne. Können wir auf jeden Fall mal jubeln. Das definitiv. Aber ich höre keinen Torjubel. So. Hä? Also 2 zu 1. 77. Minute. Es gibt den nächsten Wechsel. Diego Costa geht raus. Okay. Ja gut. Also Kanté, 77. Minute. Anschlusstreffer. Also komm schon. Jetzt darf ich ihn auch schon wieder direkt die letzten 10 Schrecken 10 Minuten präsentieren. Ich hoffe aber eher, dass die für die Gegner schrecklich werden und nicht für uns. Ein Ausgleich muss doch wohl drin sein. So zum Beispiel. So, jawohl! Wieder fast gar kein Jubel. Also ganz, ganz leise. Also wirklich. Ohne Witz. Also das Spiel ist bei mir normal laut, aber Jubel gibt es keinen so richtig. Muss ich mal im Schnitt gucken, ob da auch alles so ist. Keine Ahnung, was das ist. Also auf jeden Fall 82. Minute. Jawohl. Warte. War das der gerade neu eingewechselte? Bin gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. Oh, jetzt geht's aber richtig los. Pedro. Nein, der kommt nicht an. Schade. Also das Mut zusprechen meinerseits hat anscheinend etwas gebracht. Ah, Hazard, schade. 87. Also, richtig knapp, richtig spannend. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das hier in die Verlängerung geht. Ich glaube nicht. Bei einem Unentschieden in dem Fall natürlich auch nur. Da hätten wir immerhin auch fürs Rückspiel dementsprechend, glaube ich, dann zwei Aussetzungen, was auch nicht schlecht ist. Gefährliches Spiel hier hinten rum. Aber als Profi muss dann auch das können. 90. Minute. 3 Minuten Nachspielzeit. Geht da noch was? Zweikämpfe über Zweikämpfe jetzt gerade im Mittelfeld. Kommen wir nochmal nach vorne. Oh, über die Außen. Sehr gut. Nach innen gespielt. Da ist der David Luiz. Was? Ich habe vom Tor schon weggeschaut. Ich dachte Pfosten rein. Oh, oh, oh. Scheiße. Und davon kriegen wir noch nicht am Ende eine Wiederholung. Man City Norwich auch nach 90 Minuten 0 zu 0. Okay, es geht hier. Ah, okay. Gut zu wissen, also wir sind in der Verlängerung. Okay, aber dann will ich mir. Doch, ja, genau. Tatsächlich nochmal diesen Schuss hier anschauen. Wir blenden das hier einmal aus. Zeigt David Luiz, schön angestippelt. Und dann Pfosten. Oh Mann, das gibt es doch nicht. Ohne Witz. Also ich finde wirklich. Oh, kann. Ja, ohne Witz, ich glaube, Remy
Hoffentlich richtig ausgesprochen, 100% falsch. Ich glaube, er war wirklich der Torschütze zum 2:2 und er wurde eingewechselt. Und Kanté sieht böse aus, Hazard, Moses müssen sich zusammenreißen. Wir hatten zwei Wechsel, aber glaube ich auch erst. Also, ich denke mal, definitiv verdient schon mal dieses Spiel eine Einzelfolge, das nicht mehrere Spiele, weil. Oh, Omar El Abdellaoui, ein Ex-Braunschweiger, stand da auf dem Feld. Ach du Scheiße. Ja, Mann. Ja, Kane weg. Was? Das hat. Hey, hatten wir nicht gerade schon eine 7,6? Wieso haben wir denn jetzt immer noch eine 7,6? Und jetzt habe ich das Tor verpasst. Egal, also wir führen. Wir schauen es uns sowieso in der Wiederholung nochmal an. Und da, David Luiz ist endlich erfolgreich. Aber wieder kein Jubel. Stadion feiert nicht mit. Ich meine, klar, wir sind auswärts, aber so leise. Also, wir führen mit einem Tor jetzt. Es steht 2 zu 3. 2 Minuten Nachspielzeit. In der ersten Hälfte der Verlängerung. Und wirklich, ja, guck mal, da sehen wir nur diesen einen kleinen Block da, wo Chelsea-Fans sitzen. Eigentlich müsste es ja auch ausreichen, ne? Auswärtsfans sind ja häufig auch sehr, sehr laut. Nächste gute Parade. Wieder echt wenig gegeben. Okay, abgepfiffen. Norwich führt 1-0 gegen Man City in der Verlängerung. Doof, dass wir wirklich hier das Ergebnis da nicht eingeblendet bekommen haben. Das wäre eigentlich auch echt was Spannendes. Ah nee, wir hatten schon drei Wechsel. Stimmt, Fabregas wurde ja auch eingewechselt, hat aber auch schon anscheinend sehr, sehr viel Ausdauer verbraucht. Weiter geht's. Das heißt, gewechselt werden kann nicht mehr. Vielleicht werden wir die ersten Krämpfe oder so demnächst mal sehen. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh, zurück ins Tor. Sehr gut. Oh, da hätte ich ja. Ich hätte da echt gar keine Lust drauf, gerade noch ein Tor zu fangen. Und schon wieder nur 7,8 für die Tat. Ey, das war doch keine schlechte Parade. So, wir haben doch alles richtig gemacht. War doch eine riesige Chance. War doch 1 gegen 1, sogar eigentlich 2 gegen 1. Wir haben es verhindert. So. 115. Minute. 5 Minuten noch plus Nachspielzeit. Nächste super Chance. Was war das denn, Alter? Wieder nur fahrlässig und schlecht verteidigt, aber der Schuss geht drüber. 2 zu 7 Paraden sieht man da auch. Also deutlich mehr auf unser Tor als auf deren Tor tatsächlich. Trotzdem führen wir. Was halt auch dank uns so ist. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es noch. Wir sind auf einer 7,7 wieder. Diese Bewertung, ich verstehe sie wirklich nicht. Wieso denn jetzt eine 7,7? Ich hätte eher so gedacht, okay, wir müssen mal über eine 8 auf jeden Fall rüberkommen. Man of the Match oder so, keine Ahnung, nein. Aber das nicht. Aber wir hatten echt auch schon viele so 1 gegen 1 Situationen, die wir pariert haben. Also da war wirklich was wir unbedingt hätte halten müssen. Und bei den Toren war auch nicht wirklich was zu machen. Naja, das Spiel meint wohl, auch wenn wir parieren, uns irgendwie eine Minus-Bewertung reindrücken zu müssen. Also, boah, guck mal, wie viel wir einfach gemacht haben. 100% Passgenauigkeit kommt noch drauf. War ein richtig geiles Spiel, ohne Witz. Übrigens, es war richtig nice mit euch gestern ein bisschen zu twittern. Hat mir echt Spaß gemacht. Das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Union Berlin war auch ein richtig geiles Spiel. Also, das hat richtig Bock gemacht, das zu schauen und währenddessen ein bisschen auf Twitter rumzuschreiben und so. War sehr nice. Rechts oben in der Infokarte verlinke ich euch noch ein Video aus dieser Torwart-Karriere mit Story. Also, falls ihr neu seid und noch nicht abonniert habt, könnt ihr euch da auch nochmal eine Folge anschauen. Ansonsten könnt ihr mir jetzt hier auch noch auf Twitter und Facebook und Instagram folgen, wenn ihr Bock habt. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Rechts kommt ihr jetzt noch zur Playlist dieser Torwart-Karriere und zur nächsten Folge, soweit die dann draußen ist. Normalerweise immer im 2-Tage-Takt. Also, bis dann, Donnerstag um 16:30 Uhr. Viel Spaß bei anderen Videos und beim Livestream hoffentlich morgen um 18:30 Uhr. Haut rein. Ciao.